Innerhalb der Kosmetikbranche gehört Douglas mit zu den führenden Einzelhändlern in Europa. Am Freitagabend wurde in Kampen eine neue Douglas-Filiale eröffnet. Das Unternehmen geht mit einem modernisierten Store-Konzept an den Start. Douglas-CEO Tina Müller gibt dem Unternehmen seit Ende des letzten Jahres ein neues Firmenprofil. Der Fokus liegt dabei auf exklusiven Pflegeprodukten. Wir haben hier ein Sortiment zusammengestellt, wo wir ganz besonders viel Schwerpunkt auf Hautpflege legen. Und wir haben ganz neue Hautpflegemarken ins Sortiment genommen, einige Doktormarken, sehr viel spezielle Pflege, aber natürlich auch Luxuspflege wie Dior zum Beispiel, um diesem besonderen Publikum hier in Kampen und auf Sylt auch gerecht zu werden. Die Neuheiten sind zum Beispiel, dass wir nicht nur Gesichtspflege anbieten, sondern auch Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Zum Beispiel Dr. Barbara Sturm, eine Hautärztin aus Düsseldorf, die eine Pflegelinie auf den Markt gebracht hat, die sowohl sehr hochwertige Gesichtspflege beinhaltet, aber eben auch Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Hyaluronkapseln. Denn Schönheit kommt nicht nur von außen, sondern Schönheit kommt auch von innen. Der Store-Look und der neue visuelle Auftritt von Douglas kam gut an bei der illustren Gästeschar, die am Freitagabend zur Neueröffnung geladen war. Zum Empfang, den Douglas gemeinsam mit dem Medienpartner Bunte veranstaltete, waren außerdem prominente Gäste von der Insel und aus dem deutschen Showbiz angereist, um den neuen Douglas-Markenauftritt gemeinsam zu feiern.